Ich bitte um einen sinnlosen Applaus für Schizostreamer. Moin Moin und herzlich willkommen hier zum Remi-Demi-Stream. Es ist endlich soweit. Wir schreiben den Monat August, bin ich gerade nicht alles voll. Ich bin trocken, sonst wäre es unangenehm. Herzlich willkommen. Die allererste Ausgabe vom Remi-Demi-Stream. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Und zwar gab es ja letztes Wochenende? Ach, weiß ich nicht mehr ganz. Ihr werdet mich sonst gleich korrigieren. Gab es ja die Funny Games Night endlich wieder. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die Funny Games Night ist endlich wieder am Start. Sehr schön, freut mich sehr. In der Funny Games Night gab es einen Schatz zu gewinnen, denn die Funny Games Night ist ja im Piraten-Style aufgebaut. Und am Ende habt ihr es tatsächlich geschafft. Und somit konnten einige von euch den Schatz plündern und die Beute erobern. Und unter anderem war es Nettie Schneider. Für sie gab es einen Schizo-Hoodie. Ja, den werde ich auch nächstes Wochenende tragen im 24-Stunden-Livestream. Dazu gleich nochmal. Und ja, der Hoodie ist bereits rausgegangen. Außerdem gewonnen haben Nick und Pia, die bekommen die Schizo Cap. Das ging raus. Also wenn ihr sagt, hey, ich will auch was haben, dann seid unbedingt dabei bei der nächsten Funny Games Night am 10.10. 10.10. 22 Uhr geht's los, Funny Games Night. Das nur einmal vorab. Jeder Remi-Demi-Stream soll mindestens 3 Stunden gehen und sagen wir mal maximal 4 Stunden, ja, also zwischen 3 und 4 Stunden. Ich bin gespannt, ob wir das heute gefüllt kriegen. Und was unterscheidet nun diesen Stream von allen anderen Streams? Ich habe mir selber irgendwann mal dieses Konzept für einen Remi-Demi-Stream überlegt und habe mir gedacht, okay, es gibt viele YouTuber, die reacten auf Content, was andere kreiert haben. Ja, zum Beispiel Unge, ja, aber auch ein Montana Black, und viele, viele weitere reagieren auf irgendwas, was es bereits auf YouTube gibt. So. Und ich habe für mich selber gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte meine eigenen Sachen schaffen, also meinen eigenen Content. Kashi, ich weiß es nicht. Wer auch immer sowas macht, es ist okay. Es ist okay. Ja. Ich verabscheue das nicht. Ja. Ich verabscheue es nicht. Mir wird nur schlecht, wenn ich das sehe. Darum habe ich Unge auch abonniert. Mit 99 Cent im Monat. Und ich will euch so ein bisschen Show bieten, ein bisschen Kuddelmuddel durcheinander, ganz viele verschiedene Sachen. Deswegen auch Remi-Demi, der Remi-Demi-Stream. Und ich freue mich, dass er heute an den Start geht. Von nun an, jeden Samstag um 19.45 Uhr und immer 3 bis vielleicht sogar 4 Stunden, je nachdem, wie am Ende dann noch die Laune da ist, wie viele noch dabei sind. Wir werden es sehen. Ich habe schon mal mit euch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es sogar im ersten Remi-Demi-Stream war. Und zwar Song Translate. Und das würde ich gerne wieder machen. Wir machen jetzt mal quasi Part 1. Also ihr könnt mir jetzt gleich diverse Textzeilen, ja gleich erst, könnt ihr mir diverse Textzeilen in den Chat schreiben, quasi was ich singen soll, ja. Allerdings werde ich mir das in irgendeiner Sprache, können wir gleich mal gucken, welche Sprache wir auswählen, werde ich mir das Ganze übersetzen. Und im späteren Verlauf des Streams, werde ich dann versuchen, zu irgendeinem Beat, zu irgendeiner Mello, diesen Text umzusetzen. Umso mehr Text es ist, umso mehr kann ich natürlich da singen. Also könnt ihr gleich fleißig in die Tasten hauen. Ihr könnt mehrere Sätze, mehrere Blöcke schreiben. Aber vielleicht sollten wir noch ein Thema vorher festlegen, damit das ein bisschen Sinn ergibt, was ich hier mache. So. Mit dir lasse ich das Licht an, damit ich mich an dich erinnern kann. Auch wenn ich jetzt gerade betrunken bin, spüre ich das, da Funken sind. Ich würde dich sogar nüchtern nehmen. Gut, also es wird ein Liebessong. Ja, also, okay. So, also das Thema ist Liebe und eine kennenlernen, sagen wir mal, ja? Liebe, eine kennenlernen. So, Christine, oh Christine, kennst du Nadine? Gut, scheinbar die Frage,
auf ein Dreier. Ich will kein Sechser in Lotte. Ich will nur ein Dreier mit dir. So. Ich komme aus dem Norden. Von den wilden Horn. Sei ein wilder Reiter, umso mehr schreit er. Naja. Es reimt sich, aber ich hoffe, sie schreit und nicht er. Andi. Wieso er? Ich will doch, dass sie, wenn dann schreit. Nochmals, weil du es nicht liest. Text. Ich träume, dass du bei mir bist. Und ihn von Sack bis zum Schaft. Was? Künstlich, will alles tun. Was steht da? Vom Sack bis zum Schaft. Küstlich. Will alles tun, dass du mich nie vergisst. Flo, so ein Romantiker. Ist der Wald nicht zu kalt, werden wir niemals alt. Romantic, Baby. Jetzt hören wir uns das einmal auf Deutsch an. Mit dir lasse ich das Licht an, damit ich mich an dich erinnern kann. Auch wenn ich jetzt grad betrunken bin, spür ich, dass da Funken sind. Ich würd dich sogar nüchtern nehmen. Komm, du süße Maus. Bei mir lernst super aus. Christine, oh Christine, kennst du Nadine? Ich komme aus dem Norden von den wilden Horden. Sei ein wilder Reiter, umso mehr schreit er. Ich träume, dass du bei mir bist. Und ihn vom Sack bis zum Schaft küsst. Ich will alles tun, dass du mich nie vergisst. Ist der Wald nicht zu kalt, werden wir niemals alt. Träume sind keine wilden Schäume. Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn er es dir besorgen kann. Er lügt, dass sich die Balken biegen. Nur um dich ins Bett zu kriegen und dann am nächsten Morgen weiß er nicht einmal mehr, wie du heißt. Oh, da wartet Tatjana mit der heißen Rama. So, na klar. Oh Mann. So, jetzt müssen wir eine Sprache finden, ne, in der das übersetzt werden soll. Das ist jetzt die große Frage. Welche Sprache nehmen wir hier? Steht uns einiges zur Auswahl. Baskisch. Was ist denn Baskisch? Das sagt mir ja gar nichts. Baskisch. Sorekin, Argia, Utsten, Duzu, Gogoratseko, Orain, Motskur, Tuta, Nagoyan, Arren. Ach du Heiliger. Txin, Partak, Daudela, Sentitu, De Zaket. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Baskisch? Was ist das denn? Kennt das einer von euch? Baskisch? Woher kommt das? Holländisch. Russisch. Okay. Dann hören wir mal kurz in Schwedisch rein. Okay. Wie klingt das alles auf Schwedisch? Med dig lämnar jag ljuset på så att jag kan komma ihåg dig. Även när jag är full nu kan jag känna att det finns gnistor. Jag skulle till och med ta dig nykter. Kom igen, söta mus. Jag är en bra student. Kristin och Kristin, känner du Nadine? Jag kommer från norr, från vilda horder. Var en vild ryttare ju mer han skriker. Ja, okej. Jag drömmer om att du är med mig och kysser honom från säcken till axeln. Jag vill göra allt. Russisch. Wir, das kann ich ja noch nicht mal lesen, Mensch. Achso, und hier nochmal, dass ich lesen kann. Okay. Russisch. С тобой я оставляю свет включенным, чтобы я мог тебя вспомнить. Даже когда я сейчас пьян, я чувствую искры. Я бы даже принял тебя трезвым. Давай, милая мышка, я отличный ученик. Holländisch. Wir hören uns das auf Holländisch an. Beziehungsweise Niederländisch, das ist bestimmt auch geil. Bei jou laat ik het licht aan, zodat ik me je kan herinneren. Zelfs als ik nu dronken ben, voel ik dat er vonken zijn. Ik zou je zelfs nuchter nehmen. Kom op, lieve muis, ik ben een geweldige student. Christin, oh Christin, ken je Nadine? Ik kom uit het noorden van de wilde hordes. Wees een wilde ruiter, hoe meer hij schreeuwt. Ik droom dat je bij mij bent en kust hem van de zak tot de schacht. Ik wil alles doen zodat je me nooit vergeet. Als het bos niet te koud is, worden we nooit oud. Dromen zijn geen wilde schuimen. Een man voelt zich pas man als hij het voor je kan krijgen.
Hij liegt over de tralies die buigen om je naar bed te krijgen en dan de volgende ochtend weet hij niet eens meer hoe je heet. Oh, daar... Okay, also das ist schon mal sehr witzig. Natürlich ist die Frage, ob ich das ansatzweise so auch rüberbringe, aber klingt schon mal sehr, sehr gut. Italienisch würde zumindest zum Thema Romantik passen, ne? Wie klingt es auf Italienisch? Italienisch. So, Italienisch, okay. Mal gucken. Italienisch, wir hören rein. Con te lascio la luce accesa così che possa ricordarti. Anche quando sono ubriaco ora sento che ci sono scintille. Ti farei anche sobrio. Andiamo, dolce topo, sono un grande studente. Christine, Christine, conosci Nadine? Vengo dal nord, dalle orde selvagge. Sì, sì, un cavaliere selvaggio più urla. Sogno che tu sia con me e lo bacia dal sacco all'asta. Ok, aber Niederländisch war der Killer, ne? Also, einigen wir uns drauf, ne? Das muss ich nachher auf Niederländisch singen, alles. Wir kommen jetzt mal zu einem Spiel. Und zwar, ja, ach, auch wieder, ach so, das ist mit dem Mikro gleich ein bisschen blöd. Naja, pass auf, also ein Spiel, folgendermaßen. Ich habe hier mal einen ordentlichen Batzen an Shirts von mir rausgesucht. Ich glaube, es sind 23 Shirts, da können Sie gleich nochmal zählen. Ich packe die jetzt hier gleich auf den Tisch und ich versuche, so viele Shirts, wie es nur geht, drüber zu ziehen, ja. Gut, dann stelle ich mir hier mal den Timer. 4 Minuten. Ja, Stoppuhr. Ach nee, Timer. Ja, muss ja dann piepen nach 4 Minuten. So, 4 Minuten. Schön laut, dass ich es höre. Ja. Okay, 4 Minuten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Shirt Nummer 1. Ah. Es fällt runter. Komm rein. Vielleicht mal zu meiner Mutter wieder bringen, damit sie den Scheiß dann auch bügeln, ne? Ja, Mutter, hier hast 23 Shirts. Bügeln und waschen, du kennst das. Seh zu! Es wird schon eng. Überlegt euch ein Spiel für später. Okay, ich habe noch unter 3 Minuten. Dass es zum Beispiel ein aussortiertes. Das ist mir eigentlich schon ein bisschen zu eng. Okay. 2 Minuten 20 Sekunden noch. 2 Minuten sind um, noch 2 Minuten offen. Oh, fuck, was ist das denn? Na, der Scheit hängt aber wohl, was? Okay, weiter, komm, Kevin. Oh. Zahl haben. Wie viele habe ich schon an? Zählt keiner mit, oder was? Oh. Und noch 1 Minute. Oh, oh, schön, das an. Oh. Ah, ich krieg's nicht mehr runter. Komm, komm. Komm. Oh, oh Gott. Noch 15 Sekunden. Oh. Die sollen ja auch richtig rum sein, ne? Ich guck immer, dass sie richtig rum sind. Oh fuck, noch 8! Komm bitte! Es sind nur noch 2! Bitte nicht! Das wäre so gemein, Alter! Das wäre so gemein! Schnell, schnell, schnell! Nein! Nein! Oh, das kann doch nicht sein, ey! Das kann doch nicht sein! Ah, das darf nicht wahr sein! Ja. Ja, falls meine Mutter zuschauen sollte. Hallo Mama. Du weißt, ich mache jetzt seit 2 Jahren hier im Internet schon den Kasper. Und ich hoffe trotz allem, dass du irgendwie auf mich stolz sein kannst. Na? Danke. Die
zu, lass ich das Licht an, so dass ich mich je kann erinnern. Erinnern, selbst als ich nur Drogen bin, wollte ich das er von Logen ziehen. Ziehen. Ich tu dies selbst nun zernehmen. Komm ob, nie, muis. Ich bin in gewaltiges Du denn. Christine, oh Christine. Kenn je Nadine? Ich komm ruhig. Het Jordan, van de Wildhordes. Wie ist in wilde Rutsche? Oh, mehr hier. Viel Jut. Viel Jut. Ich komm ruhig in Norden, von der wilde Hordes, wie es in Wald rotiert. Oh, mehr halt, Friesjut. Ich drum, dat je, wie, mi, bent. En Kustem, von der zerzotte Schach. Ich will alles dürr, so dat je Minui vergeht. Als het, wo's nicht der gut ist, worden, wie nuit out. Domen, Zien, Tien, Wai, Tu, Nien. In, Imen, wüsst ich, was man als die Headboard je kann kriegen. Hier liegt over den Wheels. Wir wollten um die Navin, das klingen dann de Vologen. Och, Cent, wit hei, niet, ins, mir, ho, jen, ins. Nochmal von vorne, bis das Lied zu Ende ist, weil es so schön ist, okay? Komm, komm. Be too loud, ich hätt Licht an, so dass ich mich je kann erinnern. Selbst als ich nur Drogen bin, will ich das er von Kenzin. Ich tu je selbst Natsche nehmen. Hopp, Natsche nehmen. Wow. Oh, News. Ich bin in gewaltiges Student. Gewaltiges Student. Christine, oh Christine. Can you Nadine? Ich komm und hätt Norden von der wilde Horde. Liebessong auf Niederländisch. Oh. Sechs Minuten 30. 23 Shirts ordentlich ausziehen, mit zusammenlegen. 6 Minuten 30. Go! Was?
Geschafft. Noch 20 Sekunden. Fuck. Boah, können direkt wieder so rein in den Schrank. Noch 3 Sekunden. 2, 1. Legende, ne? Mama stolz, ja, ich will's hoffen. Ja. Das andere werde ich auch noch schaffen. Ich werde es auch noch schaffen. 23 Shirts innerhalb von 4 Minuten waren das, anzuziehen. Das machen wir nächsten Samstag, wenn es dann ab 12 Uhr losgeht. 24 Stunden Livestream, dann werde ich diese Challenge nochmal mit einbauen. Richard, hör auf. Du musst die Nase ausschliefen, Alter, das geht ja gar nicht. Mega ekelhaft. Tschüss. Tschüss, Leute. Ekelhaft. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Vielen, vielen Dank. Gute Nacht. Sonntag, 18 Uhr. Ciao, ciao.